Gute, mein Name ist Boris Löffert. Ich bin Fotograf und Fototrainer bei www.foto-workshops.de. Adobe hat Ende letzter Woche eine neue Beta-Version von Photoshop rausgebracht und da gibt es ein neues Werkzeug. Und das gucken wir uns natürlich mal an. Hinein. Adobe hat in der neuen Photoshop Beta-Version ein neues Werkzeug zur Verfügung gestellt und das kann man ausprobieren und dann auch, wenn man Lust hat, zu Adobe Feedback geben und sagen, wie man das Werkzeug findet, was verbesserungswürdig ist oder wie auch immer. Also da ist noch viel Entwicklungsarbeit drin. Wir gucken es uns heute schon mal an. Was kann das? Wie heißt es? Wo finden wir es? Hinein in die Beta-Version von Photoshop. Gut, das neue Werkzeug heißt Korrekturpinselwerkzeug. Ihr findet es bei den Pinseln hier drüben. Und dann ist hier das Korrekturpinselwerkzeug. Wenn ihr das auswählt, seht ihr schon hier neben an dem kleinen Zeichen, was passieren wird. Das kann euch eine Maskierung machen. Automatisch. So, jetzt Einstellungen für das Werkzeug könnt ihr direkt vornehmen. Entweder hier oben über die Leiste hier oben oder über die kontextbezogene Leiste hier unten. Ja. Also können wir loslegen. Als erstes sucht man sich sozusagen aus, welche Korrektur man gerne pinseln möchte. In dem Fall habe ich jetzt erstmal ein Bild hier aus der Provence aufgemacht und finde, da hinten könnte das im Hintergrund ein bisschen heller werden. Also habe ich mal ein bisschen Belichtung ausgewählt. Und ja, jetzt in dem Moment, wo ich anfange, den Pinsel habe ich hier die Pinselspitze mir ungefähr auf knapp 200 Pixel gestellt und eine weiche Kante gemacht, damit es einen schönen Verlauf gibt, jedes Mal am Rand. Und ja, in dem Moment, wenn ich jetzt anfange zu pixeln, passiert Folgendes. Photoshop erzeugt eine neue Einstellungsebene. Ja, und genau, ich male sozusagen die Maske direkt da drauf und es ist direkt eine Belichtungsebene. Also von daher habe ich mir die Klicks hier gespart, eine neue Ebene zu machen und einzustellen, was ich da will. Das mache ich hiermit automatisch und in dem Moment, wo ich draufklicke, ja, passiert jetzt genau das. Ich kann direkt hier drauf malen, ohne das vorher nochmal über das Ebenenmenü klären zu müssen. Also habe ich mir da ein bisschen Arbeit gespart insofern. Ja, ansonsten passiert das, was ich mir vorstelle. Also ich male hier drüber sozusagen und an den Stellen, wo ich male, seht ihr das, wird das ein bisschen heller. Gut. Also. Ja. Genau. So. Jetzt seht ihr hier drüben. Kann ich auch sehen, was ich für eine Maske gemalt bekommen habe. Und ja, damit kann man weiterarbeiten. Ich könnte jetzt eine Korrektur hinzufügen, wegnehmen. Ich kann auch sozusagen hier die Korrekturen umschalten. Das zeige ich euch jetzt bei einem anderen Motiv. Also wir haben noch mal ein zweites Motiv hier auf. Und damit man gut sehen kann, wie sich's verhält, nehmen wir hier einfach mal, auch wenn ich nicht unbedingt der Superfan davon bin, Teile in Bildern schwarz-weiß und den Rest farbig zu machen, nehmen wir hier jetzt die Schwarz-Weiß-Einstellung, weil ich dann den Effekt einfach gut zeigen kann, weil es einfach deutlich zu sehen ist. Also, abgesehen davon, dass ich natürlich hier jetzt direkt wieder anfangen könnte zu malen, seht ihr es hier unten schon in der kontextbezogenen Bedienleiste, dass ich direkt das Motiv auswählen kann. Und das ist natürlich auch ganz praktisch. Das heißt, ich habe jetzt hier auf Schwarz-Weiß gestellt und kann jetzt hier Motiv auswählen klicken. Und dann fängt Photoshop an, mit der KI das Motiv herauszusuchen. Und zack, schon hat es mir den Türklopfer mit der Hand in Schwarz-Weiß gemacht. Genau, ich könnte jetzt hier sozusagen, wenn ich jetzt doch den Rest gerne Schwarz-Weiß hätte und lieber den Türklopfer farbig, das Ganze hier einfach einmal umkehren. Ja, genau. So seht ihr, funktioniert dieses ganze Werkzeug. Im Grunde genommen finde ich, ist es eigentlich ganz cool. Man kann damit ganz gut arbeiten. Was ich aber finde, ist auch jetzt, dass es kein Riesenwurf ist. Also es sind jetzt keine Arbeiten, die ich nicht vorher hätte mit zwei Klicks mehr auch erledigen können. Aber
Natürlich, es hat auch Beta-Status und wir werden sehen, irgendwie, wie sich's, wohin sich das weiterentwickelt. Und ja, immerhin, also zwei Klicks gespart ist auch mal zwei Klicks gespart. Das muss man ja auch mal sagen. Ja, also am Schluss zählt auch das. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, dann kann ich mehr Videos für euch machen. Und ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr darüber denkt, über das neue Werkzeug in der Photoshop Beta-Version, ob ihr das benutzen wollen würdet oder nicht, ob es euch egal ist, ob es das gibt oder nicht, weil ihr sagt, okay, ich kann auch so eine Einstellungsebene selber anlegen und mir die Maske dann da selber draufmalen. Also das ist jetzt keine tolle Sache, die mir Adobe uns da anbietet. Genau, lasst mich einfach wissen in den Kommentaren, es würde mich interessieren. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche und probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, ihr müsst die aktuelle Beta-Version runterladen. Das könnt ihr über euer Adobe Cloud-Programm auf dem Desktop machen und dann kann es schon losgehen.